Umweltfreundliche Holzkohle klingt nach einem Widerspruch. Die Firma Green Carbon aus der Nähe von Schwerin will das Gegenteil beweisen. In Ülitz bei Schwerin steht die europaweit einzigartige Anlage zur Herstellung von umweltfreundlicher Holzkohle. Bei Green Carbon wird Holzkohle aus altem Holz hergestellt, was niemand mehr will, in einem komplett klimaneutralen Verfahren. Mehr CO2-Bindung, vollständige Nachverfolgung der Lieferketten. Die damit hergestellte Holzkohle brennt nicht nur länger, sondern auch heißer. Wir haben hier das fertig geschredderte Buchenholz liegen. Das ist jetzt speziell für einen Kunden, geht dann in die Retorte. Das ist unser Verkohlungsbehälter. Darin spielt sich das ganze Thema ab. Dieser Behälter wird einmal vorgewärmt, sodass das Holz auch noch die Restfeuchte verliert und der Reaktor halt in der Temperatur nicht so sehr absenkt, weil der Stahl vorgeheizt ist. Im Reaktor selber bleibt die Retorte so lange, bis der Kollege auf dem Bildschirm sieht, dass kein Gas mehr austritt und die Trendanzeige zeigt, die Holzkohle ist fertig. Und dann geht sie halt in die Abkühlung, bleibt da 24 Stunden und dann ist das ganze Thema fertig und die Kohle kann in den Sack. Roger Holzwart leitet das Unternehmen seit 2015 in Ülitz. Der gelernte Maschinenbauer lernt die Holzkohle 2008 in Rumänien kennen. Doch erst 7 Jahre später kann gebaut werden. Weil die Holzkohleanlage die erste ihrer Art ist, verzögerte sich die Antragstellung lange. Ülitz überzeugte trotzdem als Standort. Ja, wir waren auf der Suche nach einem Standort in Deutschland. Und da gibt es dann verschiedene Komponenten. Wir haben hier natürlich gute Anbindung, A, Flughafen, B, Autobahnen. Und das Nächste ist, wir sitzen hier auf einem sehr hohen Rohstoffvorkommen. Und die Nähe zu Wiesbaden zum Holzhafen, das waren die Kombinationen. Neben dem Heimbedarf will Green Carbon auch in andere Anwendungsbereiche vorstoßen. Vor allem die Holzkohle in die Landwirtschaft zu bringen, ist ein großes Ziel. Wir produzieren ja nicht nur Grillholzkohle, sondern die Holzkohle hat ja einen ganz anderen Verwendungszweck. Das heißt, einmal für die Pharmazie und ganz, ganz wichtig, wir müssen mit der Holzkohle zurück in die Landwirtschaft. Bodenaufwertungen, Tiergesundheit, medikamentenfrei bei den Tieren, das sind so die Zukunftsprojekte. Und darum brauchen wir mehrere Standorte, auch in Deutschland oder international. Green Carbon zeigt, Grillen mit Holzkohle geht auch klimafreundlich und CO2-neutral.